Weiter geht's zu einem neuen Video hier in New World. Heute starten wir mit dem Axtkämpfer und schauen uns genau an, was mit dem Beil so zu machen ist. Wir gehen in die beiden Talentbäume rein und ja, metzeln uns mal hier durch die Massen. Also legen wir los hier mit dem Axtkämpfer und den Talenten. Schauen wir mal direkt rein. Wir haben hier die Attribute von der Axt oder von dem Beil. Schwerpunkt beim Beil ist Stärke und Geschicklichkeit. Auch hier habe ich dann die meisten Punkte in Stärke drin zum ersten Knotenpunkt. Und hier ein paar Punkte dann noch in Geschicklichkeit drin. Und bei der Waffe haben wir hier beim Beil, setzen wir die Punkte nochmal eben zurück. Mittlerweile bin ich beim Beil auf Stufe 6 und dementsprechend können wir hier 5 Punkte verteilen. Gehen wir mal als erstes hier in den Berserker rein. Den Wurf-Talentbaum, den nehmen wir gleich noch mit dazu. Und beim Berserker gibt es als erstes auch den Talentbaum oder den Skill-Berserker. Dann haben wir den Skill Wilder Ansturm und den Skill Tosende Fluten. Und als passive Fähigkeiten skillen wir hier nochmal gesammelte Kraft. Nach 3 erfolgreichen leichten Angriffen gegen dasselbe Ziel erhältst du Ermächtigung, wodurch dein Schaden für 3 Sekunden oder bis zum nächsten Angriff um 30% steigert. Also das machen wir. Und dann machen wir hier noch Unverhofft kommt oft. Erhöht den Basisschaden für jeden Gegner im Umkreis von 5 Metern um den Spieler herum um 10%. Also die Punkte haben wir dann drin. Das sind die Hauptpunkte. Einmal hier die Berserker-Haltung. Berserker löst den Berserker-Modus aus, indem sich der Angriffsschaden um 20% erhöht. Berserker-Modus hält ja, 12 Sekunden lang an. Und die Abklingzeit fängt halt danach erst an. Also 20% erhöhter Angriffsschaden in diesem Berserker-Modus, das macht natürlich richtig Sinn. Dann haben wir hier als nächstes Wilder Ansturm. Bei diesem sprintenden Nahkampfangriff springt der Spieler nach vorne und schlägt 2-mal zu. Der erste Angriff verursacht 115% Waffenschaden und der zweite Angriff 130% Waffenschaden. Und als letztes haben wir hier Tosende Fluten. Führt 4 schnelle Angriffe aus, die jeweils 90% Waffenschaden verursachen. Also skillen wir das Ganze mal, Punkte zuweisen und dann gehen wir da rein. Ja, schnappen wir uns hier den Erstbesten und starten einfach mal mit einem schweren Angriff. Ausweichen natürlich immer nicht vergessen. Und die normalen Angriffe, ihr seht, man prügelt richtig wild drauf. Und das eben jetzt schon im normalen Modus, ohne dass ich da irgendwelche großartigen Attacken vollführt habe. Das waren die ganz normalen Angriffe, die eben auch schon richtig gut zuhauen. Wenn wir jetzt hier nochmal den Berserker-Modus aktivieren. Zack. Seht ihr, 160% Schaden. Gerade waren es... Ja, der haut einfach richtig wild rein. 20% erhöhter Schaden ist schon echt mächtig. Und dann schnappen wir uns nochmal den nächsten, gehen hier mit dem nächsten Angriff mal rein. Zack, zack. Ausweichen. Wieder ausweichen. Also der Berserker-Modus hier sozusagen, der Nahkampf-Bersi mit seinen kleinen Einhandbeilen. Die sehen zwar so mickrig aus, aber der Schaden immens. Ob das Ganze noch ein bisschen genervt wird, es heißt ja schon, dass sie da dran sind und dass sie da dran ja, was ändern wollen, weil gerade die Waffe für den Anfang war die immer sehr heftig. Auch in den anderen Beta-Phasen wurde schon sehr viel ja, geschrien, wie stark doch die Waffe ist. Man sieht, sie haut immer noch mächtig rein. Es kann sein, dass sie irgendwann mal ein bisschen reduziert wird. Aber vom Style her macht das richtig Bock. Man kann halt schnell rumrennen. Drauf rumprügeln wie so ein Wilden. Man geht nochmal extra in den Bersi rein. Ah, da hinten haben wir noch einen. Und wenn man dann alles kombiniert mit Bersi, mit Anstürmen, dann kriegt man auch ordentlich auf die Backen. Das war aber knapp. Gerade noch Blatt gekriegt. Aber es läuft halt wirklich gut. Ne? Mit dem Bersi
haut man da schon ordentlich rein. Wenn man dann vielleicht noch einen Heiler hinten dran hat, Alter, dann lübt das aber. So, schauen wir uns nochmal den anderen Talentbaum an. Ja, der zweite Talentbaum ist auch ein ganz wildes Ding. Das ist der Wurftalentbaum. Eine ganz andere Art und Weise dann zu spielen. Das heißt, man wirft die Äxte quasi, die Beile die ganze Zeit. Man hat verschiedene Arten zu werfen. Nehmen wir hier mal zerreißender Wurf. Du wirfst eine Axt, was 110% Waffenschaden verursacht und beim Ziel den Statuseffekt aufgerissen erzeugt, wodurch dessen Schadensabsorption für 10 Sekunden um 10% sinkt. Als nächstes haben wir hier soziales Abstand halten. Du wirfst eine Axt nach vorn und springst nach hinten. Die Axt verursacht 130% Waffenschaden und verlangsamt das Ziel für 3 Sekunden um 15%. Und als drittes haben wir hier infizierter Wurf. Der Axtwurf verursacht 150% Waffenschaden und löst Krankheit aus, was das Ziel 5 Sekunden lang schwächt. Krankheit verringert die Effektivität von Heilung um 30%. Schwächung verringert den durch das Ziel verursachten Schaden um 10%. Also ein schöner Debuff. Ja, und dann haben wir da natürlich auch wieder die passiven Talente drin. Man kann hier zum Beispiel kritischer Wurf nochmal passiv skillen. Geworfene Äxte können nun einen Kopfschuss oder zufällig kritische Treffer auslösen. Die kritische Trefferchance aller Angriffe steigert um 5%. Und wenn man das mit skillt, macht vielleicht auch hier nochmal Sinn, dass man alle Angriffe verursachen 15% zusätzlichen Schaden bei Zielen mit aktiver Schwächung. Das haben wir ja hier, also nehmen wir das auch noch mit rein und testen wir jetzt mal hier die Wurftalente. Fangen wir mal an mit der Q-Taste, zack, hinterher direkt die R-Taste und die F-Taste auch noch hinterher und gib ihn und man sieht, er hat hier schon direkt den Debuff drauf. Kriegt auch hier ordentlich Schaden. 216er Crits hauen hier rein. Also auch das, ihr seht, ballert ordentlich rein. Und auch hier können wir wieder Gas geben. Flanken vielleicht jetzt mal mit dem Infizieren an. Den hinterher, den hinterher, den hinterher. Mächtiger Angriff hinterher. Ausweichen immer nicht vergessen. Wieder ausweichen. Und mächtiger Finisher. Also auch das wirklich, ja, sehr, sehr effektiv. Mit dem Beil würde ich sagen, eine der entspanntesten Arten auch zu spielen. Zack. Gerade wenn man Bock eben hat aufs Nahkampf angreifen, auf den Nahkampf, haut das Beil schon mächtig rein. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das Beil eben auch durchaus eine gute Waffe ist als Zweitwaffe. Ne? Also wenn man jetzt hier als Mainwaffe zum Beispiel von mir aus auch ein, sagen wir mal, einen Bogen oder sowas hat, da kann man natürlich auch das Ziel nochmal schwächen. Zack, dann ist es schon mal geschwächt. Man wirft einmal alles raus, wechselt auf den Bogen und dann gib ihm. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Schwächung drauf. Drauf und drauf. Schön auf Abstand halten. Jawohl. Ja, so viel zum Beil. Auch das lässt sich natürlich dann auch wieder schön kombinieren. Auch beim Beil, dass man hier Schwächung vielleicht mit rein kombiniert und vielleicht noch den Bersi oder so noch mit reinnimmt. Also da gibt es natürlich auch wieder Kombinationsmöglichkeiten. Aber das Beil zurzeit eine der mächtigsten Waffen im Spiel. Haut einfach regelmäßig richtig gut rein. So, bisschen was snacken. Wenn ihr das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.